Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Sarah Harrison X About Food Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box erscheint alle 3 Monate, wenn ich mich nicht irre, kostet 29,95 pro Box und pro Monat. Food ist tatsächlich offensichtlich umbenannt in About Food. Das ist neu und ja, wir haben hier eine Box, die prall gefüllt ist, normalerweise mit Food, Beauty, Lifestyle-Artikeln, vor allem Food-Produkte sind hier drin enthalten. Also solltet ihr euch für die Box interessieren, wozu ich euch auch gerne ein Freunde-Werben-Freunde-Link in die Infobox reinpacke, solltet ihr darüber informiert sein, dass hier hauptsächlich Lebensmittelprodukte drin sind. Und hier ist es auch nicht so, dass wir einen mega krassen Warenwert erwarten sollten, sondern es ist eher eine Box, die man halt so hat, um Sarah Harrisons Stück näher zu sein, glaube ich. Also ja, also ich bin ehrlich, die letzten Male hatten wir tatsächlich in der Box nicht so die Mega-Klopper-Produkte drin, aber ihr schaut euch diese Videos auch super gerne an. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass euch das Abo weiterlaufen. Wir gucken uns noch weiterhin diese Box an. Full of Love steht drauf, wenn man den Deckel entfernt. Und dann haben wir wirklich, also es ist eine sehr große Box, ne? Die Möglichkeiten wären riesig, hier geile Produkte reinzumachen. Und ich bin einfach gespannt, ob sich Sarah Harrison gedacht hat, Mensch, neues Jahr, neues Glück. Es ist eine wunderschöne Frau. Das steht vollkommen außer Frage. Ich habe die damals, wo war die? Beim Bachelor war die definitiv. War die sonst noch irgendwo? Aber ich glaube, von da kennt man ja Sarah Novak noch, ne? Ja, ich glaube, Bachelor war das. Und ja, hier haben wir dann einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hey du, wo ist bloß die Zeit geblieben? Gefühlt hat das Jahr gerade erst angefangen und jetzt ist schon wieder Februar. Heute, wo ich das Video drehe, ist tatsächlich 10 Monate vor Weihnachten. Läuft. Ich hoffe jedenfalls, du hattest bisher ein super tolles 2023. Mit dieser Box möchte ich dir den grauen Februar versüßen und dir viele Glücks- und Genussmomente bereiten, bis sich hoffentlich bald der Frühling ankündigt. Da darf Schokolade natürlich nicht fehlen. Die macht schließlich immer gute Laune. Der Schokoriegel in dieser Box ist vegan und besteht aus natürlichen Zutaten. So nascht es sich am besten. Für ein gemütliches Sonntagsfrühstück kannst du dich auf einen unglaublich cremigen, smoothen Nussaufstrich von Foodist und auf ein kross gebackenes Müsli freuen. Auch für deine Trainingseinheit zwischendurch und die nachhaltige Zahnpflege... Ich freue mich über Zahnpflege, habe ich dir was ausgesucht. Und ein tolles Produkt von Samian für trockene Haut im Winter. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit deiner Februarbox und bin gespannt, wie die Produkte dir gefallen. Liebe Grüße, deine Sarah. Ja, und hier sind einige Produkte aufgeführt. Ich habe hier keine Preise drin, die suche ich euch aus dem Internet. Und es ist auch immer ein Rezept mit dabei. Schoko-Bananen-Smoothie haben wir hier. Das sieht doch schon mal nicht ganz so lecker aus. Ja, und das ist halt immer sehr gesund, ne? Aber das ist okay, denn ab und an mag ich das auch mal ganz gerne. Ne, bin ich ehrlich, dass man halt auch mal so ein bisschen gesünder lebt. Seit der Schwangerschaft lebe ich tatsächlich auch gesünder. Und dann greife ich doch zuallererst mal ein Produkt raus. Und ich sehe wirklich, wir haben hier recht viele Produkte drin. Mineux in Love with Minutli. Minutli, weiß ich nicht. Nuss Mousse Crunchy Kokos. Über 30% Nuss. Das hört sich schon mal sehr gut an. Wow, wir lieben Nüsse. Deswegen haben wir auch über 90 Gramm Kokos für dich in die Packung gesteckt. Hä? Wir lieben Nüsse und deswegen haben wir da Kokos reingemacht. Aber was haben Nüsse? Ach, Kokosnüsse. Boah, Claudia, guten Morgen. Ja, das ergibt Sinn, ne? Das ergibt Sinn. Das Besondere, wir backen unser Crunchy mit Nussmus. Okay, also ich mache sowas total gerne abends. Ich habe euch hier in meinem Vlog das auch gezeigt. Abends, nachdem ich geduscht habe und bevor ich ins Bett gehe, mache ich mir immer noch so einen Mitternachtssnack mehr oder weniger. Das ist dann ja meistens so um 10, 11 Uhr, dass ich mir dann mein Joghurt mit Crunchy und mit ein bisschen Obst mache und da dann einfach gewappnet für die Nacht bin. Das werde ich nur noch so lange machen können, wie ich stille. Das ist mir durchaus bewusst, weil da habe ich halt so einen riesengroßen Kalorienbedarf. Ansonsten wird sowas dann halt mein Frühstück oder so werden, weil ich merke, dass es mir einfach sehr, sehr gut tut. Und da kommt sowas auch echt immer schön rein. Hier haben wir 350 Gramm drin enthalten. Und ja, ne?
und Jorle. Das sage ich so häufig. Das wird auf jeden Fall gegessen. So, dann habe ich hier dieses Haselnuss, oh, weiße Haselnusscreme von Foodist. Mensch, da sind gute Foodprodukte drin. Doch, ich beschwere mich nicht. Ja, vegan und bio, ohne raffinierten Zucker. Das ist doch alles super, ne? 250 Gramm, das wird wahrscheinlich dann auch eine Full-Size sein. Und bis 15.09. ist es haltbar. So schaut die Nussmus aus. Finde ich großartig. Das kannst du dir aufs Brot geben. Du kannst es dir auch irgendwie in irgendeinen warmen Milchgetränken Gedönsen reinmachen oder so, ne? Und oder in Müsli kannst du es auch reinmachen, wie man halt lustig ist. Also ich finde es cool. Ich werde es definitiv als Nutella-Ersatz verwenden, ne? Denn ich bin so ein typisches Nutella-Kind. Ich bin mit Nutella groß geworden. Ich habe auch als Kind nie Wurst, Käse oder sonst irgendwas auf Brot gegessen. Immer Nutella. Oder Streusel. Ne, dass man halt so Margarine drauf gemacht hat und dann Streusel, was ja auch schon wieder Schokolade ist. Also ich bin sehr süß groß geworden, um das mal so zu sagen. Geschadet hat es mir, ich glaube nicht. Dann habe ich hier das von Samian Woman Intense Moisturizing Face Mask. Das finde ich gut. Ich hatte nämlich erst gedacht, dass die hier eine Gesichtscreme reingepackt hat. Nee, eine Gesichtsmaske. 50 ml sind hier drin enthalten. Das ist die eigene Marke von Sarah Harrison und ihrem Mann. Home is where the face mask is. Ich verwende einfach gerne Gesichtsmasken, deswegen passt das tatsächlich. Das sieht auch hübsch aus. Ja, da habe ich wirklich nicht zu meckern, Leute. Ne? Sonst habe ich öfters auch mal gesagt, so, muss das unbedingt sein, dass sie dann auch Produkte aus, ne, aus ihrer eigenen Marke reinpackt? Ja, wenn das so eine Full Size ist, definitiv. Das finde ich klasse. Ne, das finde ich wirklich gut. Das gefällt mir. Freue ich mich definitiv mehr drüber als über ein Avant-Produkt. Weil das verbinde ich halt auch dann mit ihr, ne? Weil es halt ihre eigene Marke ist, macht es durchaus Sinn, dass es damit drin ist. Nee, das ist cool. Und sowas verwende ich jeden Morgen. Die Intense Moisturizing Face Mask ist eine intensiv feuchtigkeitsspendende Crememaske mit Vitamin E, das ist das Schöne als Vitamin, Mandelöl und Zink. Zink ist auch immer so eine schöne Geschichte, wenn du so gegen Unreinheiten vorgehen willst. Schön, sie unterstützt das Feuchtigkeits- und Lipiddepot. Lipide sind Fette, ne? Deiner Haut und sorgt für ein maximal durchfeuchtetes und gepflegtes Hautgefühl. Sie hilft, die Widerstandsfähigkeit deiner Haut zu erhöhen, um feine Linien aufzupolstern. Die Maske wirkt beruhigend und entspannt gestresste Haut. Deine Haut fühlt sich weich und geschmeidig an und erstrahlt mit einem frischen Teint. Ja, schöne Sache. 10 Minuten einwirken lassen. Easy peasy lemon squeezy. Finde ich großartig. Also feiere ich wirklich. Also wirklich jetzt mal, ne? Ich wirklich. Wirklich, wirklich. Dann habe ich hier den angekündigten Schokoriegel. Das ist dann für nachts tatsächlich für mich. Love Raw. Cream Raw Wafer Bar Milk Choc. Vegan. No Artificial Nonsense. No Palmöl. Ja, und das ist wie so ein veganes Twix, glaube ich, oder? Wenn ich das jetzt so mal sehe. Das ist echt cool. Sieht sehr, sehr, sehr ansprechend aus. Freue ich mich drüber. Ja, doch. Ist auch noch lange haltbar. Was willst du mehr? Also bislang, alle Produkte, die ich jetzt hier rausgefischt habe, feiere ich. So, was haben wir hier? Yummy Flour Powder. Chocolate Kiss. Flavor Chocolate. Flavor. Ist das so ein Proteingedöns? Ein Pulver zur aromatisierten Zubereitung von Milchprodukten und Proteinshakes mit Süßungsmitteln, Ballaststoffen und Laktase. Geschmack Schokolade, 250 Gramm. Ja, das wird nicht von mir gegessen werden. Achso, die liebe Sarah Isabel hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wird nicht von mir gegessen. Ich mag nicht so gerne Proteinshakes. Ich kann meinen Freund fragen, ob er da Bock drauf hat. Oder das halt irgendwie bei Familie oder Freunden weitergeben. Da weiß ich, dass ich das definitiv an den Mann oder an die Frau gebracht bekomme. Ne? Also ich bin halt kein Fan von sowas. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber möglich, dass mein Freund sagt, Mensch, da habe ich wohl Bock drauf. Ich bin da immer wieder, ne, immer wenn ich sowas halt hier in die Kamera halte und selber sage, wenn ich jetzt nicht so Fan von, gehe ich runter, zeige meinem Freund das und er sagt, ach cool, ja, das probiere ich mal aus. Ah ja, wir ergänzen uns immer super. Und ja, deswegen. Also wie gesagt, für mich jetzt nicht unbedingt was. Aber wir haben ja hier auch öfters mal Gesundheitsprodukte drin. Oder, und das finde ich schon wieder irgendwie cool, das hier ist so ein Sportband. Das kannst du zwischen die Arme, zwischen die Beine machen, ne? Und dann halt so, ja, fit for fun. Das ist dieses hier, ne? Ich mache jetzt ja aktuell meine Rückbildungsgymnastik, aber auch die hört ja irgendwann auf. Dann muss ich ja irgendwie zusehen, dass ich
Mami-Sport mache oder sowas. Vielleicht verwende ich dann sowas, vielleicht mache ich aber auch was anderes in meinem Leben. Mal gucken. Wir haben von innen auch so eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Das ist auch cool, ne? Das ist hochwertig tatsächlich. Also ich hatte auch schon andere solche Bänder in den Händen, die auch sehr teuer waren, aber die hatten nicht dieses Gummi da dabei. Das ist cool. Ja doch, ne? Also, ja, da muss ich gucken, ob das dann für mich oder für meinen Freund oder im Freundeskreis, man weiß es nicht, oder mal in eine Verlosung reingeht. Ja, passt auf jeden Fall zu Sarah Harrison in der Box. Ja, und hier haben wir dann halt noch ein Produkt. Das ist das letzte, ich glaube schon. Und zwar ist das von Da haben wir Co. Zahnseide-Sticks mit pflanzlichen Rohstoffen. Über Zahnprodukte beschwere ich mich einfach nicht mehr, weil wir brauchen sowas, das stimmt wohl. Und ja, Zahnseide-Sticks verwende ich auch, ne? Das ist doch nett. 40 Stück sind hier drin enthalten, entwickelt von Zahnärzten in Schweden designt. Und das wäre jetzt hier auch einfach mal die Box, ne? Also, wie gesagt, 30 Tacken bezahlen wir für die Box, wenn wir das Abo haben. Und ich glaube, das ist die günstigste Variante. Es geht auch noch irgendwie höher. Ich finde es okay. Also, was wir jetzt diesmal drin haben, finde ich wirklich okay. Ich freue mich am meisten über die Gesichtsmaske, bin ich ehrlich. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare eure Meinung zu der Box. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen hyped, dass ich sage, Mensch, ja, so langsam hat sie sich gefangen, so langsam finde ich die Box wieder cool und bin wieder auf dem Status, dass ich, oder auf dem Stand, dass ich sage, ist eine coole Box, die man auch so mal sich anschauen kann, ne? Aber wie gesagt, eure Meinung auch gerne in die Kommentare und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!